Dann kannst du wieder aufsammeln. Weil wir kein Frontlader haben. Weil wir das Zeugs noch nicht haben. Also auf jeden Fall ist es jetzt im Depot. So, dann machen wir das andere auch leer. Ja, ich lade das jetzt in den Zug. Weil der Zug kann mehr fassen. Nein, ich meinte jetzt hier unser Silo ins Depot weiter entleeren. Da ist ja noch mehr drin. Ich könnte ja über Feld 14 direkt fahren. Mein Gott, bin ich damit. Von Feldweg. Feldweg, ich muss auch den Bauer fragen, ob du darfst. Gehört doch uns. Ja, bin ich vor allem ja direkt bei uns, weil Feld 14 gehört uns, ja. Achso. Na, du musst den Bauer fragen, das bin ich. Also, frag mal. Darf ich Feldweg an Feld 14 vorbeifügt? Nutz. Nein, fahr lieber lange und verbrauch ja viel Sprit, dass wir ja ganz viel Geld verlieren. Ja, schau dir doch mal den Umweg an, wenn du die Stadt so nicht. Durch den Ort. Achso, du Hund. Okay. Ja. Warum fährst du auch runter? Feld 14 rundherum und dann geradeaus, bist du schon drüben. Oder über Feld 12 kommst du keinen Weg rüber. Ja, Moment. Dann schieben wir selbst einen Weg rüber. Haben wir uns einen Weg. Ja, Mai, man müsste halt auch Gas geben. Was denn? Das haben sie mal gesagt. Man muss nicht schalten, aber Gas geben. Mir doch. Bitte? Warum klappst du ein? Achso, ich bin ja schon da draußen drin. Nee, ich hab nur mein Tempo nicht so ganz geil. Ja, machen wir's halt so. Funktioniert's wenigstens. Nicht dafür, zu dem ich bin. Ja, Mistkiffer, du sollst mal dein Auto, den Trecker auch mal wieder waschen mit Anhängern, ne? Ja, ich muss meinen dann auch mal waschen. Bereit für den Landweg. Bin auch ganz dreckig. Da und ich erst. Ach ja. Es wird Zeit zum Schlafen gehen. Ich bin voll. Ja, randvoll. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, dass es so angezeigt wird. Was, oben das oder was? Ja. Das wirst du ja auch gelb angezeigt. Ja. Weil du ja voll bist. Obwohl es bei dir eigentlich was Gutes heißt. Ja, voll bin ich nicht, aber über der Hälfte habe ich. Oder so. Ja, Dünger ist aber bei 88. Bin ich auch nicht voll, ha? Oder seit wann ist 88 voll? Ist bei mir voll. Aha, okay. Was ist dann 100% übervoll? Oder nee, das ist dann ganz voll, gell? Du bist ganz voll und ich bin voll. Schau mal, jetzt werde ich leer. Ja, bist dann immer voll, oder? Jetzt bist du immer. Zu langsam. Ich glaube, ich sollte an der Seite gehen, vielleicht schneller als hin. Weil ich bin ja hinten gerade durch die Ladeluke. Ja, dann musst du das mal umändern, das Ganze ändern. Ich weiß. Kannst du auswählen mit einem Einachser, drei Seitenkipper. Ich müsste ja auch nicht hinten durch die Luke kippen, sondern ich könnte ja auch die Klappe hinten öffnen. Ich meine wirklich hinten dieses Fass für die Tiere. Ja. Klar, in der Luke. Das einzige Scheiße, dass es am Anfang immer so ein langer Weg ist, bis man mal die ganzen Geräte hat und alles. Ja. Das ist immer so ätzend. Also zwei Mal noch, Sascha, dann bin ich auch fertig. Okay, du kriegst nichts. Tut mir leid, wenn sie voll sind, dann tun sie es einfach selber reinkippen. Geht das ja nicht, das sollte doch gehen. Dass man einfach mit dem Mähdrescher direkt übers Loch fährt. Ja, aber es
Ist, glaube ich, nicht gewollt. Meinst du? Ja. Wo ist der Unterschied? Dass man normal mit dem Mähdrescher nicht dorthin fährt. Normalerweise. Ja, normalerweise. Gibt ja sogar Blinkergeräusche. So. So, eine Spur nach unten und eine Spur nach oben, dann müsste ich fertig werden mit dem Feld. Wie jetzt? Abkippseite links. Was wie jetzt? Was du meintest eben. Ja, dann bin ich fertig mit den Szenen von den Feldern. Echt so? Aber geht doch gleich viel schneller. Na, ja, wobei. Dann haben wir es bald. Und ich bin jetzt mit dem Feld auch fertig. Das ist super. Wir haben aber noch tausende Rapsliter im Container. Ich weiß gar nicht, wie viel passt denn in Zug? Das müssten wir gleich mal testen. Du musst halt den richtigen Zug befüllen. Vor allem müsstest du sehr hinfahren. Für einen langen Weg. Das wäre halt mal die Voraussetzung, dass wir den richtigen Zug befüllen. Naja, man kann den Zug ja auch wieder entladen. So ist es ja nicht. Okay, dann ist ja mal gut. Da ist halt, wo müssen wir hin? Wir müssen nach links außen zu Maplefield Mill. Wenn da jetzt das überhaupt noch das höchste ist oder ob das schon runtergegangen ist. Bis ihr da fertig seid. So, Sascha, wo bist du? Ich, vor Gleis 5 dann. Feld. Okay, dann einmal bitte zur Siloanlage. 14,5 oder 3 Viertel oder nenn's wie du willst. Ne, 9,5 war's Gleis. 9,3 Viertel. 9,3 Viertel, nein. Komm vor, ich bin nicht mehr der Jüngste. Jetzt fährt der Typ weiter. Wo bist denn du hin? So, befüllen. Du weißt schon, dass ich hier nicht befüllen kann. Nicht. Du stehst ja nicht richtig. Ja. Ja, ich warte jetzt mal. So, jetzt entleeren wir dich erstmal. So. Ja, mal. Kann man mit diesen Anhängern überhaupt rückwärts fahren? Schwer. Ja. Schwer, aber es Achsgedenken. Drehschirmel nennt man sowas. Ja. Aber es geht. Ja, dann. Dann würde ich sagen, laufe ich mal zur Eisenbahn. Stimmt, das war ja auch. Gras wird ja auch zerstört. Dann immer so merkwürdig aus. Wo muss ich denn hin, Sascha? Zum Zug? Jo. Ah, ich sehe. Der ist in bei Gleis 11, da wo die zwei Gleise zusammengehen. Gleisfeld. Ah, ich sehe schon meinen Zug. Also den vom linken hier Dings. Wieso bauen die genau da eine Laterne hin? Ey, ey, ey. Also in den linken Zug muss ich einsteigen, ja? Also der vom linken Kreis. Der ist aber nicht da, wo ist er? Ja, der könnte drüben stehen bei unserer Sägemühle.
Stimmt. Ah, steht nur ein Zug. Hat sich gleich seinen Firmenwagen genommen. Claro, muss ich auch gucken, was ihr so macht. Also das ist ja hier fürs Holz, war das ja? Genau. Und dort hinten ist ja hier der Füllungsdings für... Der Weizen, ja. Der Punkt hier, oder was? Ja, und du kannst halt hier direkt auch wieder entladen. Okay, ja. Das ist ja nur der Übergang. Dann lade und entlade dann quasi. Das ist ja nur der Übergang, damit du mit deinem Weg... ich darüber komme. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nur, ist genauso wie in GTA, den Zug kann kein Spieler stoppen. Top. Oder kein Fahrzeug, der fährt euch alles durch. Ja, noch ein paar Meter. Oh, paar du, Meter. Sagst denn, du sagst denn, wenn halt, Sascha, ne? Ja, noch ein Container. Ach, geht noch. Ja, geht noch. Geht noch. Oh, halt! Kannst du befüllen anfangen? Ja, noch zwei Meter. Ja, man fängt vorne an zu befüllen und fährt dann immer ein Stück vor, du Vollpfosten. Ah, dann bleib mittig, das passt schon. Jo. Dann befüll mal Raps. Die Frage ist, geht das? Was sind das richtigen Container? Wer muss denn das füllen überhaupt? Hier hinten gibt's ja noch welche. Nur das mal ich. Jetzt, ja. Sehr schön übrigens, Animation hört hier auf und unten tut sich halt dann irgendwann füllen. Nur ist kein durchgehender Strahl bis zum Boden. Es tut sich auch unten nicht in der Mitte füllen, sondern halt hinten. Falls das die anderen interessiert. Das ist alles. Das ist alles, okay. Und wo muss ich jetzt hin? Das ist alles. Bist du noch nicht voll? Wie viel hast du drin? Ja, nicht viel. 31.998. Aha. Na, viel leider nicht, ne? Achso, er hat belädt in alle Container gleichzeitig. Ja, hab ich auch nicht ganz, aber. Also in dem ist auch was. Ja. So. Wo hast du gesagt, soll ich hin? Zur Mapplefield Meal. Links, ganz links. Ja, da müssen wir aber jetzt mit dem Schlepper hin und dann wieder hinfahren, oder? Ne, das ist ein direkter Zugabladepunkt. Du kannst nur mit dem Zug abladen. Okay, ja, dann machst du. Deshalb ist da ja auch nicht das normale Abladezeichen, sondern ein Lock. Willst du nochmal versuchen mit einzusteigen? Ja, schön, dass du mir hier hinten diese Klappe aufmachst, da falle ich aber leider nicht rein. Was ist die eigentlich? Mit Laden, gibt's hier noch spezielle andere Waffen. Hey, die Frage. Hey, nimm mich mit. Geht's klar? Bist drin? Ja, ich bin drin. Schau mal. Es geht ja nicht. Mit Fahrt. War nur Blitze. Und wir haben, glaube ich, das falsche. Nee, doch nicht richtig. Das Raps. Wie sieht es jetzt vom Preis eigentlich hier aus? Ist er gesunken, gell? Ja, was ist überhaupt der Preis, bevor du verkaufst? Ja, muss mal gucken. Der ich sieht bin am schlecht aus. Jetzt sind wir nämlich bei Denton Berkey, sind wir nämlich jetzt besser. Ja, der ist aber extrem schlecht geworden, von 1500 auf. Ne, 1600 war jetzt. Ja, denke, Berkey wäre jetzt ideal, gell? Der steigend. Wo ist Denton Berkey? Findet keiner, doch dort unten. Ich weiß nicht, wollen wir verkaufen? Ja, jetzt sehe ich noch unterwegs im Zug. Jetzt sollen wir verkaufen, bevor es noch schlimmer wird. Ja, verkauft. Okay. Sollen wir nicht wieder alles zurückfahren? Wir laden wieder um. Aus dem Zug raus. Murdoch fährt mit unbekannt. Geil. So, wie sieht denn da drüben mal gleich aus, da bei dieser Mail, Alter? Besuchen. Ah? Ja, es geht noch ein Stück. Doch, vor. Geht noch. Eine Länge,